Der größte Detektiv der Welt ist zurück. Hercule Poirot in Der Mord im Orient Express. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sie sind der weltberühmte Detektiv Hercule Poirot. Rächer der Unschuldigen. Nennt man sie nicht so in der Presse? Und Sie sind ein Unschuldiger? Oh. Witzbold. Ein Passagier ist gestorben. Er wurde ermordet. Der Mörder ist Ihr in diesem Zug. Und jeder von Ihnen ist ein Verdächtiger. Dann wollen wir mal einen Mörder fangen. Ein Mann hat mein Abteil durchwühlt, mitten in der Nacht. Sie sind sicher, dass es ein Mann war? Ich kenne das Gefühl, wenn ein Mann in meinem Schlafzimmer ist. Was hielten Sie von dem Toten? Lassen Sie sie da raus. Hatte er Feinde? So viel Sie wollen. Der wahre Mörder ist genau hier. Es ist einer von Ihnen. Wir sind umgeben von Lügen. Ich schlafe hier, wo mich jeder sehen kann. Und wo ich jeden sehen kann. Wer nimmt das Messer auf? Vertrauen Sie niemandem, niemandem. Es ist vermutlich eine der bekanntesten Geschichten von Agatha Christie. In diesem Jahr bringt 20th Century Fox eine Neuauflage des Films auf die Leinwand. Der Film ist hochkarätig besetzt mit Tom Bateman, Kenneth Branagh, Penelope Cruz, William Defoe, Judi Dench, Johnny Depp und vielen anderen. Regie führte Kenneth Branagh, der hier auch den Hercule Poirot spielt. Er erkennt Dinge anders, sieht genauer hin und versteht dadurch Zusammenhänge, die anderen gar nicht auffallen, und kann so seine Fälle lösen. Sehr geehrte Herrschaften, gestatten Sie mir, allem Anschein nach hat sich unser Pech nun noch vergrößert. Es ist... Ein Passagier ist in diesem Zug gestorben. Er wurde ermordet. Grundgütiger, ein Mord hier? Leider ja, Madame. Gott erbarme sich seiner. Da wir eingeschnallt sind, übernehme ich den Fall und suche für meinen Freund Monsieur Bouc den Verbrecher. Und warum Sie? Mein Name ist Hercule Poirot. Und ich bin vermutlich der größte Detektiv der Welt. Ich werde mit jedem von Ihnen sprechen. Für den Augenblick empfehle ich Ihnen, im Abteil zu bleiben und die Tür zu verriegeln. Ich komme mir hier vor wie eine Gefangene. Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Gab es einen Mord? Gibt es auch einen Mörder? Der Mörder ist unter uns. In diesem Zug. In diesem Augenblick. Schon zu Beginn des Films sieht man, wie genau er alles nimmt. Jedoch möchte ich nicht genauer darauf eingehen, wer hier wen spielt, um nichts zu verraten. Außerdem ist die Gesamtkomposition entscheidend. Der Mord im Orient Express ist sehr ruhig erzählt. Keine unnötigen Actionszenen, einfach ein Mordfall, der gelöst werden will. Und trotzdem wirkt er mit seinen fast 2 Stunden nicht zu lang. Stellt sich hier nun die Frage, es gibt doch bereits eine Verfilmung aus den 70er Jahren. Ist es nötig, eine solche Geschichte nochmals auf die Leinwand zu bringen? Auf jeden Fall. Nach mehr als 40 Jahren kann man mit einer guten Verfilmung wieder Publikum ins Kino locken. 8 von 10 möglichen Punkten bekommt Der Mord im Orient Express. Ein Film, der unbedingt auf der großen Leinwand angesehen werden muss. Und weil mir der Film so gut gefallen hat, habe ich für die Zuschauer in Deutschland noch einige Freikarten zum Film bekommen. Um in den Lostopf zu kommen, müsst ihr nur eine Mail an sehenswert@sfdonline.de schicken. Einsendeschluss ist der 15. November. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie in die Kommentare auf Facebook und YouTube. Der Mord im Orient Express hat seine planmäßige Abfahrt ab dem 9. November. Alle Passagiere ab 12 Jahren sind herzlich willkommen. Ein Mann ist gestorben. Er wurde umgebracht. Noch nie hat ein Film so danach verlangt, auf einer großen Leinwand und vor großem Publikum gesehen zu werden wie Mord im Orient Express. Wir wollten eine umfassende Erfahrung für das Publikum schaffen, also habe ich auf Film gedreht. Das Bild ist schärfer, üppiger, bunter und fühlt sich an, als wäre man mittendrin.
Penelope, Derek, Judy, Daisy, Leslie, Michelle, Johnny. Du siehst dich um und denkst dir nur, das ist verrückt. Es ist eine Welt voller Detailreichtum und Luxus. An jedem Drehort dachte ich, oh mein Gott. Das ist ein Traum. Alles fühlt sich real an, alles ist echt. Es ist wie eine Zeitreise. Man setzt die Realität außer Kraft. Der Zug fuhr und alles zog vorbei. Die Details und das handwerkliche Können sind absolut atemberaubend. Die Kostüme sind außergewöhnlich und so authentisch. Einfach wunderschön. Der Mörder ist unter uns. Das ist ein Adrenalinrausch. Es wird Zeit, diesen Fall aufzuklären. Mord im Orient Express. Ab 9. November im Kino.